Synchronschwimmen. Eine Sportart, die für Eleganz und Grazie steht und jahrelang eine Frauendomäne war. Zum ersten Mal dürfen bei den Olympischen Spielen auch Männer antreten. Trotz Gold bei der Europameisterschaft konnte sich der deutsche Kader nicht qualifizieren. Der Berliner Frithjof Seidel ist der einzige Mann in der deutschen Nationalmannschaft. Wie fühlt sich das an? Ich fühle mich unfassbar wohl mit den Mädels. Die haben mich sehr gut aufgenommen. Ich habe so ein bisschen die große Bruderrolle. Also ich bin, glaube ich, mit 3 oder 4 Jahren Abstand der Älteste. Aber es ist schön, wir ergänzen uns schön und wir haben auch immer was zu machen. Hier trainiert Frithjof mit dem Nationalkader für die Europameisterschaft in Belgrad. Bis zu 8 Stunden verbringt er an einem solchen Tag mit seinen ausschließlich weiblichen Mitstreiterinnen im Wasser. Geübt werden akrobatische Elemente wie Hebefiguren. Die sind besonders anspruchsvoll. Die ganzen Jahre im Wasser habe ich gemerkt, das ist ein schönes Medium. Da fühle ich mich wohl drin. Vor allem auch dieses Gefühl, komplett vom Wasser umgeben zu sein, gerade wenn man taucht. Das ist für mich auch ein Gefühl der Freiheit. Mit 6 Jahren lernt Frithjof schwimmen und startet zunächst mit dem Wasserspringen. Schon früh entdecken seine Eltern sein großes sportliches Talent. Mit 10 Jahren wechselt er auf ein Sportinternat in Berlin. Er nimmt an Jugend-Europameisterschaften teil, mit 18 an den ersten internationalen Wettkämpfen im Erwachsenenbereich. Über das Wasserspringen kommt er 2021 zum Synchronschwimmen. Frithjof lebt offen homosexuell. Mit 18 Jahren outet er sich und hat seinen ersten Freund. Ein schwuler Mann, der einen Frauensport ausübt. Steilvorlage für Vorurteile und Diskriminierung. Wie geht Frithjof damit um? Tatsächlich ist es schon so, dass man im ersten Moment denkt, okay, Homosexualität und Leistungssport können ein sensibles Thema sein. Ich sag mal, Sprüche gibt es überall. Das tut dann im ersten Moment auch weh, aber ich sag mal, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dann steht man da drüber. Neben dem Leistungssport befindet sich Frithjof im Masterstudium der Physikalischen Ingenieurwissenschaft an der Technischen Universität Berlin. Zwischen dem Synchronschwimmen und den Gesetzen der Physik erkennt Frithjof viele Parallelen. Die Physik findet ja schon immer auch ihren Platz im Sport. Im Synchronschwimmen hat es natürlich viel mit Auftrieb zu tun. Wir müssen uns ja immer hoch aus dem Wasser rausdrücken, gerade auch wenn wir im Team schwimmen, dann machen wir die Hebungen. In seiner Freizeit widmet sich Frithjof einem Hobby, das er vor ein paar Jahren für sich auf Instagram entdeckt hat, das Häkeln und Stricken. Dabei kann er sich entspannen und zur Ruhe kommen. Neben Socken, Schal und Handschuhen fertigt er am liebsten kleine Figuren an. Also mir hilft es wirklich auch sehr in stressigen Phasen, da nehme ich mir abends halt die halbe Stunde, Stunde und nehme mir dann mein Strick- und Häkelzeug. Was für andere Leute das Joggen gehen ist für mich das Stricken, da kann man gut abschalten. Zurück in die Schwimmhalle. Hier nimmt Frithjof mit seinem Berliner Heimatverein SC Wenning an der Deutschen Meisterschaft in Berlin teil. Insgesamt 11 Teams treten gegeneinander an. Auch heute ist Frithjof wieder der einzige Mann im Team. Eine Kür in der Kategorie Acrobatic Routine dauert rund 3 Minuten. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Punkte kann man erreichen. Die Kür gelingt, nur ein paar kleine Patzer. Die Athletinnen vom SC Wedding sind froh darüber, dass Frithjof mittlerweile ein festes Teammitglied ist. Es war eigentlich normal. Normal, so ja. Wie vorher. Also man hat keinen Unterschied gemerkt, ja. Also wirklich nicht, er hat sich super integriert in unsere Mannschaft. Wir hatten immer super viel Spaß mit ihm, also es macht wirklich Spaß. Gehörte direkt zur Familie. Am Ende wird es noch einmal spannend. Die Jury vergibt ihre Punkte und kommt zu dem Ergebnis, ein stolzer 2. Platz für Frithjof und den SC Wedding. Ich sehe mich definitiv als Vorbild und ich finde, es ist ein Sport, der davon profitiert, wenn Männer und Frauen aufeinandertreffen. Insofern ist das eigentlich auch mein Traum, dass ich da Jungs und Männer dazu motivieren kann, dass sie es einfach mal ausprobieren. Vorbild, Pionier und ein bisschen auch Hahn im Korb. Frithjof kämpft weiterhin für den Erfolg und für mehr Gleichberechtigung im Sport.